Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Drakensang am Fluss der Zeit. Und endlich wissen wir, wo Mora ist. Nämlich im Schloss von Nathoreth. Die ganze Zeit also vor unserer Nase. Haben wir sogar hier noch ein neues Quest, einen neuen Auftrag bekommen. Von der Anführerin der Fußpiraten weiß ich nur, dass Mora auf Dajins Schloss ist. Sie will auch von einem Geheimgang wissen, über den man direkt dorthin gelangt. Wenn wir sie und damit die Raulskrone finden wollen, ist dies möglicherweise unser einziger Schloss und Schlüssel zu diesem verborgenen Eingang. Den Schlüssel zu diesem verborgenen Eingang soll der Hafenmeister von Nathoreth besitzen. Das liegt nahe, dass er weiß, wo sich dieser Eingang befindet. Bleibt uns nur noch, Hafenmeister Orbert ausfindig zu machen, den Schlüssel und das Wissen um den Ort des Geheimgangs an uns zu bringen und den Geheimgang zu betreten. Also ja, endlich dürfen wir den Hafenmeister jetzt auswischen. Aber vorher haben wir noch ein paar andere Quests offen. Effa-Tempel jagt allerlei. Die beiden hängen ja zusammen und ich vermute immer auch, dass der Effa-Tempel noch dazugehört. Aber gut, das erste, was ich machen will, ist mich verarzten, da ich drei Wunden habe und eine kritische. Oh, ich habe immer noch Wunden, da verarzte ich mich gleich nochmal. So, Verbände habe ich ja genug. Dann wird nämlich auch noch Feires verarztet. So, gucken wir uns mal an, was hier so an Beute zu holen ist. Weil das hat uns die... eine Basiliskenzunge. Achso, wurde der Verbrecher identifiziert, dann nehmen wir die doch mal mit. Komisches Zeug da. Was haben die beiden Marus? Kriegssense. Na gut, Waffen kann mal Vorgrim mitnehmen. Die können wir dann immer noch beim Krämer vergolden. Ja. Also zu Geld machen. So, wir sollen uns hier ja ordentlich umsehen und uns die Beute von Soremann schnappen. Schäbige Kisten brauchen wir. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hier steht eine verschlossene Truhe und ich habe Quano nicht dabei. Und ich schätze mal, den Hafen dürfen wir nicht mehr betreten, sobald wir hier einmal raus sind. Das heißt, nichts mit Quano und fette Beute machen. Das ist ein Riesenmanko. Gucken wir mal auf Soremanns Schiff. Vielleicht hat der ja wenigstens eine Beute, die wir an uns nehmen können. Eine alte Kiste, die ist nicht verschlossen, Gott sei Dank. Was haben wir denn hier Schönes? Und ein Schleifstein. Das soll doch ein Witz sein, oder? Du zu ihm, Schleifstein zu Ardo. Ja. Ja. Wir haben viel zu viel Schleifstein und viel zu viel anderes Zeug. Merke ich gerade. Was? Na gut. Gucken wir, dass wir was davon loswerden. Dann gucken wir mal unter. Ihr könnt, wollt mich veräppeln, ich kann nicht unter Deck. Ein versteckter Schatz, der auch verschlossen ist. Ich mag diesen Ort nicht mehr. Also ja, es ist schön anzusehen. Der versteckte Hafen. Und Feuermooswilligkeit. Was ist hier noch zu plündern? Noch eine Handwerkskiste. Was ist da denn drin? Stahl. Aber nö, definitiv hat sich das nicht gelohnt. Bin enttäuscht. Können wir an dir vorbeigehen, ja. Können wir und könnten uns weiter umsehen. Willst du die Höhle nun mit mir verlassen? Ich werde das Tor danach verschließen. Sehr genau. Komm wieder, wenn...
Okay, ich kann hier wohl nicht weitergehen. Willst du die Höhle nun mit mir verlassen? Ich werde... Ja, Höhle verlassen. Das ist richtig gemein. Wir kommen jetzt garantiert nicht mehr da rein, wenn sie sagt, sie verschließt die Höhle. So wie wir auch nicht mehr in die Binge kommen. Aber gut, müssen wir das Beste draus machen. Da wären wir. Falls du noch eine Weile in Hammerberg bleibst, so trinke und plauder mit mir in der Taverne. Ich muss über manches nachdenken, was meine Zukunft angeht. Was deine Zukunft betrifft, Waffenbruder, bin ich überzeugt, dass das Schicksal dich sicher zum Ziel führen wird. Einen tapferen Mann wie dich hätte ich als Anführer akzeptiert, aber nie diesen Sore-Mann. Ah ja, typisch Torwallerin. Ich sag's jetzt mal ein bisschen dezent, Torwaller sind im Allgemeinen als Piraten, also Torwaller sind die Wikinger Aventuriens und die plündern ja eigentlich alle gern, aber die haben dann halt noch ihre Ehre, nicht so wie bestimmte andere Piraten. Viel Glück auch dir, Eilif Sigrids dort hier. Ja, nicht Donnerfaust. Und du? Dein Kampfstil gefällt mir. Möge die Stärke deines Schwertarms von Dauer sein. Oh, jetzt fangt sie ja mit Ardo zu flirten. Juhu. Ich, Rondra mit dir, Frau Eilif. Ardo hat nichts anderes zu sagen. Okay. Hier ist jetzt ganz schön die Hölle los. Achso, sie ist gerade in die Taverne gerannt. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir Zeug vergolden. Ja. Ah, Vorgrim. Schleifsteine, nein. Die dabei will ich loswerden. Die Windarmbrust, Goldring. Kopftuch, Silberring. Den da nicht unbedingt. Den Feldspalter nicht. Beim Meistersäbel bin ich da nicht so sicher. Zweihandsäbel kann weg. Kriegssense kann alles weg. Was ich mit dem Gold anfange, muss ich mir noch überlegen. Aber die Basiliskenzunge kann weg. Jetzt gucken wir mal kurz. Antidot kann weg eigentlich. Okay, hier ist jetzt mal wieder ein bisschen Platz drin. Ja. Wie sieht's bei Feiris aus? Feiris, die Heiltränke nach da unten. Jagdpfeil, Kriegspfeil. Nimm mal die normalen Pfeile. Ah, die Badekräuter gehören noch nach da unten. So. Muss ich einmal allgemein mal gucken, was ich von den Kräutern überhaupt noch brauche. Die Alraun zum Beispiel wollte ich ja eigentlich auch verkaufen. Ah, aber gut. Na? Säbel gibt es als Kampfkunst, das heißt, das ist schon mal nichts für Quano. Tränke tun wir mal nach da unten. Schleifsteine. Schleifsteine hast du viel zu viele, mein lieber Ardo. Vorgrim. Antidot, das kann verkauft werden. Der Meistersäbel kann verkauft werden. Schleifstein und Schleifstein. Nur die Axt soll bleiben. Ja. Die Schleifsteine können auch verkauft werden. Mutelixier. Flussmannspastillen. Pastillen gegen Erschöpfung. Ausdauertrank. Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Und Schleifsteine. Ja. Was? Also an Ressourcen mangelt es uns definitiv nicht. Bärenzähne können noch weg. Gut. Wie kann ich bitten? Dann handel doch noch mal mit mir. Okay, Antidot weg. Meistersäbel weg. Schleifstein. 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 Bärenzähne. Ring des Wassers. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den bei dem Drachen noch brauchen. Auch wenn ich nicht weiß, ob ein Wasserdrache Feuer speit. Und die Steinchen, die haben wir bei Filiason gefunden. Die will ich also auch nicht unbedingt verkaufen. So. Schon haben wir einen Haufen Kohle.
Girtas Waren sind die besten. Komm. Nächster Schritt, zurück. Ihr da! Ihr müsst schnell zur Binge. Es gibt da Ärger. Girtas ist in der Binge und oben braut sich was zusammen. Oh, das kommt überraschend. Das ist der Brückenwart, okay? Was ist denn passiert? Weiß auch nicht genau. Ihr habt uns doch schon mal aus der Patsche geholfen. Vielleicht ist der Spuk wiedergekehrt. Das glaube ich nicht. Wir haben den Bosnickel ein für alle Mal vertrieben. Aber ja. Kann ich den Anker lichten? Nach dem, was hier vorgefallen ist, scheint es mir geraten, schnellstmöglich zu verschwinden. Geheimnis der Zwergenbinge. Wieder geht etwas in Girtas Zwergenbinge um, das nicht dort sein sollte. In der Binge scheint es mehr vorzugehen als der Kobold-Spuk. Oh. In der Tat, Lando. Sicher habt ihr Neuigkeiten erfahren, die sofortiges Handeln erfordern. So ist es, Kapitän. Ich kann mir vorstellen, dass ihr, wie auch ich, keinen einzigen Moment länger an diesem Ort verweilen wollt und... Kapitän, wolltet ihr nicht den Anker lichten? Nein, wir wollen noch nicht hier weg. Was gibt es denn? Erstmal bleibst du hier bitte hier, Arthur. Quano? Ja, bitte. Denn ich habe noch einiges zu erledigen hier. Also nicht nur das mit der Binge, nämlich auch noch was anderes. Warum man mich den Bussard nennt? Nee? Geld. Oder? Ist klar, oder? Gefälschtes Emblem, Soremans Emblem. Pfeffin, Eisenschmeck, Soremans gehörte dieses Emblem. Genau, wir wollen Embleme klauen gehen. Wir fallen da nämlich ein paar Leute ein, die vielleicht eins haben könnten. Eigentlich jeder Captain hier. Also da hätten wir noch den Witwenfreund da. Kapitän Rumpo da hinten, wenn er noch da ist. Ich hoffe es mal. Kommt her, Leute. Ihr gebt alles für den Jupp, da ist Kapitän Rumpo. Wenn, dann trägt garantiert er so eins. Dann noch unsere Eis-Donnerfaust, die Oberkapitänin. Ja? Nein, nicht so. Ein Kist, zwei Kist, drei Kist, vier Kist. Du, Taschendiebstahl. Nur Dukaten. Und ein Flachmann und ein Glücksbringer. Okay, du hast schon mal kein Emblem. Dann bleiben eigentlich nur noch die Sigrids dort hier. Und die Tavernenbesitzerin, die gehörte ja auch zu diesem Rat, für die wir Gefallen tun sollten. Das sind die einzigen beiden, die mir jetzt noch einfallen, weil Girtas hatte auch keins. Girtas haben wir ja 11 Dukaten abgenommen, als wir... Das ist so aus wie ich. Ja, der ist wieder besoffen. Bist du auch ein ehemaliger Tavernenkönig? Okay, die steht gerade von uns weg, also können wir versuchen, sie zu bestehlen. Jetzt guckt sie uns an. Ach nee, die haben wir ja schon beklaut. Die hatte nur Spielkarten. Okay, letzte, die wir beklauen können. Gut gemacht. Genau, ein Emblem. Und Geld. So ein Mist. Warum verliere ich auch im Suff das Ding? Ich habe erfahren, was geschehen ist. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wie konnte ich nur so dumm sein und es so lange mit diesem Soremann aushalten? Ja, ich wollte mit dir reden, mal sehen, was sie zu sagen hat. Du hast das Richtige gemacht und uns vor ihm gewarnt. Dennoch, lass es dir eine Lehre sein, genau. Danke für die netten Worte. Aber genug davon. Willst du noch etwas von mir? Bestellung Gerne. Aufgeben? Nö.